Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir erleben heute bei dieser Debatte und diesem Antrag eine riesige Rosttäuscherei. Die AfD gibt sich ja hier als Freund der kleinen Leute, und die Wahrheit ist, sie sind es nicht. Ihre Steuervorschläge haben alle eine gemeinsame Botschaft, denn wenn es nach Ihnen geht, wird bei den Topverdienern und dem Geldadel das meiste Geld hängen bleiben. Alles belegt. Und gleichzeitig haben Sie heute auch wieder versucht, die Bürgergeldempfänger zu verunglimpfen. Und die Wahrheit ist, fast 1 Million arbeiten hart, aber verdienen, Herr Gottschalk, so wenig, dass Sie eben mit dem Bürgergeld eben über die Runden kommen müssen. Und noch eine Wahrheit. 2022 ist das Bürgergeld um ganze 3 Euro angehoben worden, obwohl die Inflation zwischenzeitlich bei 11% lag. Das Existenzminimum ist also durch die Inflation entwertet worden. Und dazu hat die AfD immer geschwiegen. 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, darunter 1,5 Millionen Kinder. Ich weiß, dass Sie sich nicht hören wollen, haben Sie damit auch im Stich gelassen. Und noch eine Wahrheit. Seit der Einführung des Mindestlohns 2015 ist der Mindestlohn schneller gestiegen als das Bürgergeld. Der Abstand beträgt 16%. 16%. Gleiches für den Grundfreibetrag. Der ist von 2015 bis 2023 ebenfalls schneller gestiegen als das Bürgergeld. Insofern führen wir heute eine Scheindebatte. Was Sie vorhaben, bringt den kleinen Einkommen vielleicht 1, 2, 3 Euro, aber den großen Einkommen mehrere hundert. Herr Gottschalk, Sie sind die Alternative für Spitzenverdiener. Auch schweigen Sie natürlich, wie schon gesagt, zur Gegenfinanzierung sich aus. Da sind Sie auch blank. Sie sind die größten Rosttäuscher des Landes. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.